Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, heute wollten wir mal ein bisschen über Tattoos reden und ja Leute, fangen wir auch direkt an. Ja Leute, als ich mein allererstes Tattoo gemacht habe, haben mir so viele gesagt, denk doch mal bitte nach, denk mal zweimal nach, bist du dir sicher, warum hast du das gemacht, wenn du älter wirst, sieht das nicht mehr schön aus und was, wenn du das bereust und was, wenn du was... Ja Leute, eigentlich ist das schon korrekt und man sollte sich das gut überlegen, wenn man sich ein Tattoo machen lässt, denn es bleibt für immer und ich wollte halt schon von Anfang an welche haben und mein allererstes war das hier Leute, das Geburtsdatum von meiner Mutter auf römische Zahlen und ich habe mir jetzt mittlerweile fast den kompletten Arm gemacht Leute, bin noch nicht ganz fertig, plus hier halt noch ein und hinten auf der Schulter und viele haben dann, wie gesagt, wenn du älter wirst, wird das nicht mehr schön aussehen. Und dann denke ich mir so einerseits, okay, ihr habt schon recht, aber wenn ich älter bin, dann sehe ich auch so nicht mehr schön aus. Auch mit einer normalen Haut. Und ist doch so, oder nicht? Ja, das stimmt schon. Ja, aber ist wirklich so. Also ich denke mal, jeder Elternteil sagt das immer, du kannst das bestimmt auch so. Bist du sicher, ein Tattoo, du wirst es nie wieder wegkriegen. So, das gefällt dir vielleicht jetzt, später gefällt es dir nicht mehr. Wie siehst du aus mit 80 Volltätowierungen, keine Ahnung. Aber ich sag so, das ist immer eine Sache für einen selber so, dass er auf seine Haut, klar, man soll das gut durchdenken, das stimmt definitiv. Ja, Leute, ihr solltet euch das echt gut überlegen. Also jetzt nicht nur, weil der beste Freund ein Tattoo hat, das machen, oder weil sein Promi-Star Justin Bieber jetzt irgendwie ein spezielles Tattoo hat, das machen, sondern das ist was für einen selber so, das sollte einem gefallen. Überlegt euch das wirklich gut, überlegt euch 50 mal, 100 mal, ob ihr das machen wollt. Aber wenn ihr das halt einmal umgesetzt habt, das geht nie wieder weg, wie Herr schon gesagt hat. Also Leute, ich war der festen Überzeugung, ich liebe Tattoos von Anfang an und ich werde auch keins meiner Tattoos bereuen. Und mein Arm wird halt noch komplett voll gemacht. Ich hatte vor, einen Arm komplett voll zu machen und den anderen halt nichts. Und ja, das wird auch übelst geil. Und ja Leute, wie gesagt, ohne Scheiß, überlegt euch das gut. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es noch. Ihr habt alle Zeit der Welt, um ein Tattoo zu machen. Wir wollen jetzt nicht sagen, oh, das ist geil, macht euch direkt eins, sondern überlegt schon bitte, bevor ihr eins macht, denn es geht nie wieder weg. Ich sage nur aus unserer Perspektive so, wir wollten eins und wir haben uns dann unsere Tattoos, die wir haben wollten, gemacht und ich bereue keins meiner Tattoos, werde ich auch nicht. Wenn ich älter bin, dann habe ich halt meine Tattoos, die halt immer noch dieselben Bedeutungen immer noch sind und wenn ich älter bin, dann bin ich halt älter, so das ändert nichts. So. Und willst du noch was sagen? Jo, und auch zu der ganzen Sache mit den Tattoos noch so, also bei mir war es so, ich wollte schon mit 15, 16 immer Tattoos haben. Ich fand es cool, meine Mutter, damals fand die scheiße, hat meine Mutter immer gesagt so, nein Mann, erst mit 18, ich werde es nicht unterstützen. Jetzt verstehe ich so, warum sie das gemacht hat. Ich verstehe das voll und ganz so. Ich stehe da jetzt auch dahinter, dass sie das gesagt hat. Und das andere, was ihr euch überlegen solltet, viele lassen sich schon tätowieren, das sind die noch in der Schule, machen noch ihr Abi, studieren noch oder keine Ahnung was. Überlegt euch gut, wo ihr euch tätowieren lasst. Man sieht es zum Beispiel beim Herrrad, er hat jetzt hier an der Hand ein Tattoo. Bei ihm ist es was anderes. Er hat ja seine Zukunft abgesichert. Er weiß, was er macht in den nächsten 15, 20 Jahren. Aber ich sag mal, wenn ihr in der Schule seid und nicht wisst, was ihr macht und lasst euch jetzt hier an der Hand tätowieren, es gibt viele Betriebe, die euch da nicht nehmen werden und das muss man sich auf jeden Fall gut überlegen. Macht vielleicht das erste Tattoo irgendwo versteckt, an der Brust, am Oberarm, wo man es verstecken kann und fangt nicht direkt mit den Fingern oder mit dem Hals an oder keine Ahnung was. Also überlegt euch das gut. Ja Leute, auf jeden Fall müsst ihr euch das sehr gut überlegen, was und wo ihr macht und wann ihr das macht und ich würde euch auf keinen Fall raten, vor 18 euch ein Tattoo machen zu lassen, Leute, denn na klar, ihr seht irgendwelche Bilder bestimmt und denkt euch, boah, das sieht mega geil aus, ich möchte auch ein Tattoo, ich möchte auch ein Tattoo, aber wartet lieber noch, wartet wirklich, bis ihr euch 1000% sicher seid, dass ihr eins haben wollt und dann macht euch eins, denn ein Tattoo geht nie wieder weg, Leute. Und wir wollten uns demnächst noch ein paar Tattoos machen, Leute, wenn ihr Bock auf einen Vlog habt, dann wie gesagt, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, schaut jetzt auf seinen Kanal vorbei, da haben wir noch ein paar Bedeutungen unserer Tattoos. Tschüss und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Macht's gut und hau rein. Jo Leute, nochmal ganz kurz vorweg. Viele haben mich gefragt wegen den Bestellungen, wie es jetzt aussieht, warum die noch nicht angekommen sind. Leute, ihr habt die meistens am 24. bestellt, geschweige denn am 23. Ihr müsst dann bitte auch noch die Feiertage ein bisschen mit einberechnen und... Ja, man muss auch dazu sagen, so klar, es war jetzt Weihnachten, die Weihnachtsfeiertage. Silvester kam, diesen Freitag war ein Feiertag. Es sind viele schon verschickt.
Das andere ist aber auch die Post hat Stress ohne Ende. Durch die ganzen Feiertage haben die so viele Pakete. Ich merke selber bei meinem Shop, das dauert zurzeit Ewigkeiten, bis die ankommen. Auch sind die Feiertage da, dass wir ja auch in diesen Feiertagen uns mal erholen. Das heißt, auch manche Bestellungen sind noch gar nicht raus, die später bestellt wurden. Das heißt, es ist immer eine Jahreszeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Da dauert alles Ewigkeiten, egal wo ihr bestellt. Ich habe was bei H&M bestellt, das kam nach 10 Tagen an erst. Selbst große Betriebe, die eigentlich schnell sind, brauchen gerade Ewigkeiten. Weil jeder gerade im Stress ist, jeder hat Weihnachtsstress, jeder hat gerade Aufträge ohne Ende. Seid uns da nicht böse, wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich würde mal sagen, wir können versichern, dass dann nächste Woche eigentlich alles raus ist, definitiv. Ja, nächste Woche auf jeden Fall. Über die Hälfte oder der größte Teil ist auf jeden Fall schon angekommen bei euch. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis, ihr versteht uns da. Ja, Leute, wir beide bitten halt nochmal um Verständnis. Wie gesagt, ich habe euch erzählt, dass ich an alles mitarbeite und das mache ich auch wirklich, Leute. Und über Silvester war ich halt zu Hause gewesen, konnte halt nicht allzu viel machen, da ich halt meine Familie und Freunde und Freundinnen und alles besucht habe. Deswegen nochmal, Leute, bitte ich um ein Verständnis. Innerhalb nächster Woche, Leute, wird alles raus sein. Es ist schon sehr viel abgeschickt worden, aber innerhalb der Woche wird komplett alles dann raus sein, Leute. Und wie gesagt, morgen oder übermorgen kommt noch das Musikvideo, Leute. Seid gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns auf seinem Kanal wieder. Macht's gut, haut rein. Shh.